Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Metro Exodus hier bei Heisenberg zockt. Natürlich wieder mit Kollege Harry. Hallöle. Und Kollege Heisenberg. Und ja, wir haben schon mal 20 Sekunden aufgenommen und dann ist das Spiel abgekachelt. Keine Ahnung warum. Ich habe irgendwie versehentlich die Batterie hervorgenommen. Das mochte das Spiel nicht. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwie hier drin Batterien ist gefährlich. Dann das kann sein, bei den Dämpfen und so. Ja genau, dann dachte sich das Spiel, nö, das geht nicht, da stürzen wir mal ab. Auf alle Fälle, jetzt sind wir hier unten. Und wir fragen uns doch ein bisschen, wie kommt man denn zu dieser Draisine? Wir laufen jetzt einfach mal und gucken, was passiert. Irgendwie hat es hier Viecher? Ja, ja, da oben. Oh, oh. Ja. Einige. Okay. Ja, Viecher ist gut. Ziemlich großes Vieh. Kann man das irgendwie, weiß auch nicht, zähmen und nach Hause nehmen? Oder? Weiß auch nicht. Ist der da in schon der Badewanne tot? Halten oder so? Genau. Eine Leiter, ja. Benutze mal die Leiter, nach oben ist nie schlecht, das sind diese komischen Gesellen, nicht? Wie gesagt, keine Ahnung, wo es lang geht und ein bisschen aufpassen. Die Sachen brechen hier, glaube ich, gerne zusammen. Mhm. Okay. Oh, und es wackelt schon. Aha. Dann geht es hier runter und dann ist man wahrscheinlich an der gleichen Stelle, würde ich mal behaupten. Nee, man ist, irgendwie ist man höher. Ja. Nicht nur wir sind höher. Oh, okay. Den einen oder anderen haben wir erwischt. Mich ärgert ein bisschen, dass man nichts dafür bekommt, wenn man die umlegt. Also da gibt es überhaupt keinen Loot leider. Das wäre eigentlich auch noch relativ schön gewesen. Da kommt noch einer. Da kam noch einer. Einmal Hinterkopf und der schläft. Eben, man kann sie nicht looten. Passiert aber nichts. Die liegen einfach blöd in der Gegend rum und stören. Oh. Apropos. Sehr schön. Was war das da gleich nochmal? Achtung. Oh, da kommt einer. Man müsste den Kopf noch erwischen. Oh, da ist ja noch einer. Ja, ob ich jetzt hingefallen? Keine Ahnung. Eins runter. Aber Boom hat's gemacht. Ja. Aber er steht doch noch. Ich rutsche irgendwie immer wieder. Der steht immer noch? Na, hallo. So, ich holz mal rein, was wir hier da haben. Oben schmeißt wieder einer irgendwas runter. Oh, wer schmeißt denn hier mit was? Irgendwo was von hinten. Schmeißen die mit irgendwas? Ja. Sind alle ein bisschen. Oh. Sind alle ein bisschen zu weit weg hier von denen. Und wenn der so zappelt, erwische ich ihn nicht. Schmeißen tut einer von den zwei da. Ah, irgendwie, wenn man die Rübe erwischt, es hilft schon. Man muss so die Rübe erwischen. So, die hätten wir. Da kommt wieder Fischi. Ja. Man kann sie nicht looten. Den kann man looten. Beziehungsweise was dahinter hängt. Und jetzt habe ich wieder komplett die Orientierung verloren. Jetzt weiß ich doch nicht mehr, wo ich hin muss. Gute Frage. Also bestimmt eher nach hinten. Von uns aus gesehen jetzt. Nach hinten. Von uns aus gesehen. Ja, da lang. Entweder hoch oder auf der Stufe. Kann ich hier rüber? Hier kann ich rüber. Hier sind ja auf der anderen Seite dieses Waggons. Hier macht das wieder irgendwie pfft. Das macht er immer wieder Sachen hier. Genau, das habe ich gemeint. Weil das hier würden wir dann doch gerne noch mitnehmen. So ist es dann auch nicht. Nein. Wir lassen uns nicht lumpen. Okay, du sagst. Als Jäger und Sammler. Irgendwie hier rauf. Ja, entweder geradeaus oder da rauf. Geradeaus geht's nicht, dann würde ich mal rauf gehen. Ich kann mal die Funzel anmachen, dann sieht man auch ein bisschen was. Aha. Das war's dann mit hier rauf, hä? Da geht's schon wieder runter. Okay, wenn wir hier mal gucken. Gibt's da was zu tun? Ist hier irgendwie eine Draisine drin? Ich sehe das Teil halt nicht. Ich kann nicht sagen, wo ich hin muss, wenn ich nicht sehe, wo ich hin muss. Also. Wir müssen irgendwie auch noch zum Terminal, um die. Und hier unser Dingens. Zu bewegen, unser Kompass sagt, wir müssen nach da. Oder da runter. In dem Fall. Naja. Was denn? Ja, hier rauf. Ja, ja. Ah, Moment, falsche Taste, wir brauchen einen Filter. Sehe ich das richtig? Warum gurgelt der Kollege? 3 Minuten Zeit hätten wir. Ladegerät. Nee. Da ist das Spiegel vorhin abgestürzt. Wie richtig? Er gurgelt immer noch. Aber ich habe den kleinen Filter. Oh, sie ist kaputt. Wischen. Flicken. Nicht abziehen. Zieh an und dann
mit G macht man doch. Ja, jetzt haben wir's. Mein Gott, ist der sein Pflaster? Er schwankt. Na, nimm ein paar tiefe Züge. Er wehrt doch nicht. Echt jetzt? Aber warum denn? Er stand doch gerade eben. Was macht er denn? Ja, warum denn? Ja, aber irgendwie... Ja, ist ein bisschen eine Meme, seien wir mal ehrlich. Ja, ein Meter hohe Dingens also, fällt darunter, bricht sich das Rückgrat. Nicht den Fuß, Rückgrat. Für immer tot. Schwimmen kann er auch nicht. Nee. Es, ja, ich sag's jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist ein Mädchen, aber das kann man ja dem Mädchen nicht antun. Liebe Lena, falls du das gerade guckst, das war nicht persönlich gemeint. Gut, wo sind wir jetzt wieder? Jetzt sind wir wieder hier, jetzt müssen wir wieder rauf. Also runter, rauf. Ach, runter müssen wir. Naja. Ach, hier unten waren wir. Oben waren wir, aber da geht's nicht weiter. Haben wir denn irgendwie... Oh, wir vielleicht reparieren wir nochmal genau, die Gasmaske. Mal. Oder schauen wir hier schnell herstellen. Da können wir sogar was machen. Ja. Weil er pumpt schon wieder. Ja klar, er hat ja ein Loch im Visier. Ach so, stimmt, da müsste man vielleicht... Kann ich den hier reparieren? Wie war's? Oh Gott, jetzt bricht die Panik aus. Gasmaske... Gleich sind wir wieder tot. Nee, komm jetzt, hier, diesen, einfach raus. Wie geht's raus? Genau, mit dem Inventar. G, oder sowas, sowas. Hüstel, Hüstel. Kann ich jetzt vielleicht in Ruhe hier mal schnell gucken? Ja. Ich würde ja glatt Kollege Gasmaske reparieren, aber ich glaube, das geht eben hier nicht. Brauchen wir ja eine Werkbank dazu? Ja, ich glaube ja. Ja, sind keine Ausrüstungsgegenstände vorhanden oben, also ja. Okay, machen wir wieder zu. Jetzt piepst schon wieder. Ich glaube, jetzt brauchen wir wieder einen Filter. Na, wir haben noch eine Minute. Also nützen wir die. Okay. Glubbel, 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 glubbel. Ungemütlich, ungemütlich. Aha, okay, aber der Weg müsste stimmen. Ja. Jetzt wird krabbelt. Eieiei. Dunkel machen hier, wenn es geht. Oh. Da kommt Fischi schon wieder. Das ist doch... Fischi ist sehr hilfreich. Solange uns in Ruhe lässt. Das ist doch aber eher irgendwie so ein Krokodil oder sowas. Das ist doch kein Fischi. Kann Fischi uns in Ruhe lassen? Das werden wir gleich rausfinden. Der richtige Moment, um hier noch ein bisschen zu pumpen. Klar. Wir haben bald keine Zeit mehr, um irgendwelche Filter oder so zu wechseln, da wir keine Filter mehr haben. Genau, da wird nichts mehr gewechselt. Also laden wir mal unser Ladegerät. Oh oh. Wasser ist aber in dem Zusammenhang irgendwie Käse. Nee, ungünstig, schnell sehr raus. Ungünstig. So, schnell hier rauf. Weil Fischi. Oh, ja, so halb. Er kann ja nicht reden. Ja, ja. Das ja. Du. Nein, eine Tür. Eine Glocke. Ein Boot. Oh, Hebel. Oh, nee, Sachen. Hebel. Sachen zu machen. Kann ich denn hier Sachen vielleicht mal die Gasmaske ausziehen? Nicht rüberwischen. Ausziehen. Ja. Was sagt der Geigerzähler? Ja, die kann ich ausziehen. Da ist nichts mehr. Was ist das denn hier komisches? Scheint mir so eine Art Begräbnisstätte zu sein. Sackkerze auspusten. Aber irgendwie hat schon, keine Ahnung, irgendwie was Satanisches. Moment, ich gehe erstmal hier hin. Hast du dein Licht ausgeblasen? Ho, ho, ho. Was habe ich? Sein Licht ausgeblasen. Ja, zu Recht würde ich sagen. Da ist irgendwie noch so ein Tagebuch oder sowas. Wenn ich es nochmal finde, hier unten. Tabulator. Oder Tabulator. Dienerin unseres Herrn. Alevitin 79, Altersschwäche. Aha, okay, das ist. Ja, wer hier alles starb und warum? Von Fischi steht aber nichts. Nö. Lungenentzündung, ja. Okay, wahrscheinlich hat Fischi zu sehr mit dem Schwanz gewedelt. Dann. Genau. Oh, verhungert. Ertrunken. Schwindsucht. Mein Gott, wie viele hatten die denn hier? Das sind Bettfieber. Das sind ja Hunderte. Schwarzes Fieber. Oh, gut. Steckte sich bei der Behandlung des kranken Reisenden aus dem Süden an. Gott hab sie selig. Ja, haber mal. Okay. Escape zurück. Ja, wir leben noch. Was hat sie jetzt noch gesagt? Eigentlich nichts mehr. Sie hat nur gefragt, ob wir noch leben. Richtig. E, Glocke, läuten. Es kommt bestimmt Fischi. Also es grummelt schon mal. Hm. Prophylaktisch wird gegrummelt. Das war eh wieder kaputt. Okay. Da oben bewegt sich was. Mal nach oben.
Metro 2084. Oh, 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 oh. Fischi, Fischi. Nein, böse, lass ab. Geh weg, geh zurück ins Wasser. Das ist der ist kaputt. Wieso das denn? Der hat die Dingens da. Ah. Den hat's aufgespießt hier von den Sachen, die ich so runtergeschmissen habe. War zum Glück ist er gekommen, nachdem ich da. Oh, Was holt denn hier noch? Böser Fisch. Aber da hat kommt der noch Kollegen oder wie? Da kommt doch noch was. Jetzt kommt gleich. Wahrscheinlich kommt gleich Mami. Ja. Das war der Dreijährige. Genau. Eieiei. Mischt wie weg. Ja, erstmal noch ein bisschen Sachen klauen. Einverstanden. Wir gucken auch zu wenig. Das habe ich mir ein paar Mal gedacht. Ja, genau an solchen Stellen. Man hat irgendwas erlebt und ist dann fast ein bisschen euphorisch, weil man es geschafft hat. Und dann vergisst man, dass es hier in diesem Tun immer noch Zeugs hat. Genau, weil man es überlebt hat. Ja. Da kommt eine gewisse Euphorie hoch bei Zockern wie uns. Ja. Ja, ja. Aha. Und ob. Okay. Ah, sieh mal, jetzt haben wir hier den Durchgang freigegeben. Ja, vor allem guck mal, was da steht. Eine Draisine? Wenn das mal nicht eine Draisine ist. Ah, können wir hier das Tor öffnen? Machen wir erstmal Rädchen. Oder sollte ich vielleicht zuerst den Zug betrachten? Weil jetzt kommt bestimmt wieder Ungemach hier rein. Immerhin ein bisschen Licht, ein bisschen frische Luft. Kein Ungemach. Ach, ist das schön, mal wieder irgendwie hier so ein bisschen das zu sehen. Nach diesem Immergrün mit diesen komischen Viechern hier. Ist Immergrün nicht irgendeine Blume oder Pflanze oder so? Immergrün? Keine Ahnung. Denke, sowas gibt's. Ich bin nicht Botaniker. Ja, den grünen Darm habe ich auch nicht. Also insofern... Gibt's ja noch was, was wir mitnehmen können? Nein. Aber dann müssen wir doch hier eigentlich reinkommen. Wir drücken mal E. Entern die Draisine. Einmal in den Rückwärtsgang schalten. Genau. Zum Glück macht er das alles automatisch. Ich wollte gerade sagen, gut kennt er sich aus hier. Benutze W und S zum Fahren, drücke leer, um den Sitz in die entgegengesetzte Richtung umzudrehen. Würde ich mal sagen, drehen. Aha, ja, wir müssen eher... Das funktioniert schon mal. Aber es ist nicht wichtig, wo wir hingucken. Wichtig ist, wo wir hinfahren. Okay, das passt. Ja, vielleicht. Das ist dann vorwärts. Ideal, wenn wir da hingucken, wo wir hinfahren. Ja, ist auch wieder wahr. Wer weiß, was da noch alles auf uns wartet. Möchte man es wissen? Eigentlich nicht. Es wird sich herausstellen, so oder so. Und wo führt das jetzt hin? Wo müssen wir denn eigentlich hin mit dem Teil? Eigentlich sollten wir doch jetzt einen Personenwagen holen. Ja. Naja. Endlich bist du erreichbar. Crash sagte, das Terminal hat dein Signal abgeschnitten. Wir konnten dich so lange nicht erreichen. Ich bin ja so erleichtert, Atjom. Ich kann nicht reden. Wir. Atjom hat dann wirklich nicht gefaulet. Nein, nein, hat er nicht. Ah, das kann man nicht behaupten. Nein, nein, wir haben gegen Fische gekämpft. Und, hast du die Motordraisine? Jawohl. Okay. Pass aber gut auf. Schon wieder. Dort gibt es ein paar zwielichtige Gestalten. Ziemlich viele sogar. Aha. Naja, falls es Probleme gibt, weißt du ja, was zu tun ist. Ja, mal die Waffen durchschalten. Was haben wir hier? Wir müssen die Luftpumpe. Wir müssen mal wieder zum Zug zurück. Beim Zug, bei der Werkbank, da kann man die Waffen im Prinzip, glaube ich, eben austauschen. Weil ich möchte eigentlich eine Pumpgun haben. Auf die Nähe. Das ist keine Pumpgun. Nee, das ist, halt das ist keine Pumpgun. Nee. Wir haben keine Pumpgun. Das könnte je nachdem, weil es steht eben auch, dass die vor allem, glaube ich, gegen Mutanten etc. doch relativ gut funktioniert. Okay, wo geht's hin? Vielleicht mal die Map konsultieren. Die sind schon süß, die Kleinen. Das Problem ist, die werden ja mal auch groß und böse. Ja, und angriffig. Aha, nach da hinten müssen wir. Okay, dann machen wir das doch. Bisschen vorsichtig gestalten, da lauert was. Haben wir hier vielleicht irgendwo noch eine Werkbank? Kann das sein? Kann es sein, dass wir verfolgt werden? Ich höre da irgendwelche Schritte. Muss das jetzt hier? Irgendwie tut das Not. Naja, wir wurden gewarnt. Gut, dass das Teil keinen Krach macht. Das zieht doch die ganzen anderen Viecher wieder an. Ich kenn's doch. Da hinten, da hüpfen sie schon rüber.
Was will der denn hier? Gut, hat er uns nicht gesehen. Ich flüchte mal. Könnte eine Werkbank drin sein. Hier rein. Bringt das was? Oder nee. Kann ich hinterher? Das bringt schon was. Wir haben keine Muni mehr. Die blöde Luftpumpe. Aber sie funktioniert, sie pumpt. Ja, ja. Hallo. Okay, doch. Hat geklappt. Das ist doch nochmal so eine kleine Dresine. Komme ich hier, ja. Echt, jetzt komme ich hier nicht raus? Das kann ja aber nicht wahr sein. Okay, dann machen wir es eben so. Wir haben es auch im Kreuz, wir können uns nicht tief genug bücken, um da rauszukriechen. Und wir haben es auch mit dem Wasser. Aber jetzt gehen wir erstmal gucken. Ich sehe doch da eine Kiste. Man lasse mich doch hier mal rüber. So, looten, was das Zeug hält. Hier ist nochmal was, oder auch nicht. Nee. Echt, was ist das denn für ein enttäuschender Wagen? Da war gar nichts drin. Die Richtung stimmt noch. Mhm. Ich weiß halt nicht, muss man langsam machen? Also, dass man halt vielleicht irgendwie eher langsam geht? Ist nicht so, dass wir jetzt in einem Höllentempo hier durch die Gegend rasen. Ja, ist auch wieder wahr. Aber wir machen halt Krach. Wir schießen, wir machen und tun. Naja, sie greifen uns an. Da sollten wir schon ein bisschen aber schießen. Was ich jetzt auch gerade wieder dachte, ist, wie gut das aussieht, das ist schon krass. Man könnte im Prinzip, wenn man hier einen Screenshot macht, das kannst du als Postkarte verkaufen. Nicht gerade von der Karibik, aber... Naja, ich wollte gerade sagen. Aber das sieht halt einfach wirklich... Ich weiß nicht, ob du deine Kollegen beeindrucken kannst mit einer Postkarte aus diesem Ferienparadies. Ja, wenn man dann sagt, dass es ein Spiel ist. Also irgendwie, ich weiß noch, die Diskussion um Foto. Realismus. Also das ist natürlich schon zumindest nicht mehr weit weg davon. Also wenn man jetzt nicht gerade Gesichter nimmt und so weiter. Ich meine, ja, das Bild hier, das sieht schon recht ordentlich aus. Also ob absolut. Das nun real ist oder nicht, ich glaube auf dem Bild, auf einem Foto. Vor allem mit den Spiegelungen, ja, der schwierig, Himmel. Schwierig zu sagen. Das ist wirklich nett. Wo ist denn hier der sicherste Weg? Weil das geht hier alles irgendwie in den Sumpf rein. Vielleicht hier oben rüber. Sie Übersicht verschaffen. Mal. Jetzt sag bloß, du kommst hier nicht hoch. Klettern kann auch nicht mehr. Ja, mein Gott, das müssen Nachwirkungen von der Wasserangst sein. Na dann vielleicht doch darüber. Das kann doch nicht wahr sein. Muss ich jetzt echt das hier in die Soße rein? Tief, oder? Ja, Glück gehabt. Da hoch? Hier ist wieder die Brücke. Ja. Guck mal, halt. Oh. Da ist nochmal was durchgehoppelt. Ja, ja. Waren wir hier schon? Eine Werkbank. Ja, da waren wir schon, glaube ich. Okay, aber dann könnte man hier mal, hier kann man ausruhen, falls wir irgendwie warten wollen, bis es dunkel wird. Ja, der Schrank ist ausgeräumt, also hier waren wir schon mal. Ist aber egal. Also jetzt gucken wir mal schnell, ob wir nicht die Gasmaske reparieren können, weil das ist ja kein Zustand. Oder was wir überhaupt alles wieder auffrischen können. Genau. Hier mal, zack, zack, okay, das passt. Munition haben wir. Stahlkugeln für das Luftgewehr. Wären vielleicht auch vonnöten. Okay, das war gleich nochmal eine Handgranate. Molly können wir nicht mehr. Handgranate auch nicht. Wie sieht es mit den Stahlkugeln aus? Möchtest Moment, du die ich nicht? Hier schnell gucken, weil das Teil ist komplett im Eimer. Ah. Okay, immerhin vollgekriegt. Ladegerätsteuerung. Das habe ich noch nicht so ganz raus, was hier besser ist. Ich würde sagen, wir nehmen mal das. Okay. Neues haben wir nicht. Da war nichts von wegen Ding. Sorry, was wolltest du sagen, was ich machen soll? Die Stahlkugeln, weil die brauchen wir ja für unsere Luftpumpe. Hä? Na, unser Luftgewehr schießt nur mit Stahlkugeln, haben wir festgestellt. Oh ja, das geht sogar relativ gut. Guck mal. Da können wir ordentlich zuschlagen. Und wenn wir es schon mit uns rumschleppen. Genau. Das geht nicht, aber hier... Geht auch nicht. Ich klicke jetzt mal überall. Warum können wir denn dermaßen viele Stahldingens herstellen? Ist nichts Besonderes, wahrscheinlich. Da guck dir das mal an. 60, das Maximum. Okay, haben wir. Mhm. Aber ich kann hier leider die Waffe nicht wechseln. Ich kann ja keine andere Waffe nehmen. Das können wir tatsächlich, so wie es aussieht. Hier können wir die Waffe nur verbessern. Ja, das können wir nur im Zug modifizieren selber. Oder was auch immer. Auf der Aurora. Ja, oder wenn wir eine Waffe finden. Ja. Okay, aber die findet man halt auch nicht gerade in rauen Massen. Wohin deswegs? Ich guck mal schnell auf die Map. Würde ich meinen, oder? Wo sind wir denn? Gute Frage. Wir sind jetzt im Haus da. Ach so, okay, deswegen wird sich angezeigt. Muss ich denn auf oder über die Brücke? Ich versuch's mal ohne Brücke. Wir wissen ja, wo die Brücke ist. Ich denke, da lang sollte schon hinkommen.
Und hier ist, ja, so wie es klingt, wieder massive. Oh, weißt du, was das ist? Oh, okay, alles klar. Das Ding, von dem wir geflüchtet sind? Genau, aber absolut. Ah. Ja, ja, ist ja auch klar. Aha, aha. Okay, da würde ich sogar sagen... Arti? Ja, nee, das machen wir anders. Wir düsen nochmal kurz zurück. Wir verstecken uns? Ja, wie immer. Bis alle an Altersschwäche gestorben genau, sind. Genau, oder bis sie vielleicht auch mal eine Lungenentzündung bekommen haben. Nein, wir machen was anderes. Wenn wir hier schon ein Bettchen haben. So, weil tagsüber gehe ich da sicher nicht rein. Wenn ich nachts schon keine Chance hatte. Wir müssen das mit Schleichen machen, würde ich behaupten. Wir warten, bis es nachts ist. Und dann schleichen wir da rein. Ah. Dann machen wir das mit Messern etc. Ah, und diese Ansicht ist halt schon auch einfach noch cool. Cool gemacht mit dem Zeitraffer. Ja, das sieht halt einfach, es sieht dermaßen echt aus. Guck dir das mal an. Mhm, ich gucke. Guckst du denn auch? Mhm, ich sehe okay. Den Mond. Der Mond, Harrys Mond ist gerade durch. Ja, schon wieder Vollmond. Was piepst denn jetzt? Wir haben aber nicht echt... Ach, der Wecker. Wir haben aber nicht die Gasmaske auf. Da war ich mir nicht mal sicher, wollte ich gerade sagen, ja. Aber nee, jetzt haben wir sie auch. Schieße wieder auf. Aus. Muss ich ja noch pumpen? Ja, ein bisschen könnte man noch, wie oder? Wie ging das gleich nochmal mit R, glaube ich. Genau. R und Maus. Hier. Oder nur R. R und Maus. Okay, ja, dann haben wir auch wieder... Maximum ist gut. Ladung. So, aber wobei wir brauchen das Teil sowieso nicht, wenn wir schleichen. Weil mit Schießen haben wir keine Chance, das sind viel zu viele. Dann vielleicht mal die Messerchen auswählen. Wir sind nicht John Rambo. So, erwischt. Oder vielleicht haben wir sie so erschreckt, dass sie jetzt nicht mehr da sind. Bestimmt. Das wäre auch noch möglich. Da ist nochmal eine Brücke. Ich höre sie schon. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich höre was. Ist es denn nachts? Ist das hier nachts? Das ist der Tag hell. Was ist das, ja, denn das für ein ist der Oller Mond? Was ist das für ein Oller Mond, den die hier haben? Nee, nicht die. Doch, man muss ja schnell looten. Okay. Man weiß ja nicht, was man noch alles findet. Nämlich gar nichts. Was sind das denn für enttäuschende Wagen hier? Ja. Ich mache mal Lampe wieder aus. Ah, da bin ich dir sehr verbunden. Das macht mich immer so ein bisschen nervös, wenn er die Taschenpunzel anschaut. Du anschaltet. Weißt doch, dass du bei mir einen guten Held ja, bist. Ja, das ja, ist ja. Doch, genau. Das ist doch kein Ding. So, weißt du, was wir auch machen? Was war gleich nochmal schnell speichern? Nicht, dass ich wieder den falschen Knopf erwische. F5 war schnell speichern. Nee, war schnell an oder war es schnell speichern? Machen wir das doch so. Genau. Hast du jetzt gelesen, was es war? Welche Taste? Es war F5. Ah, bin fast sehr sicher. Gut. Ja, wir behalten mal die Knarre. Mach mal das Licht aus hier. Genau, Kasse. Stimmt. Was? Wir sind ja noch nicht mal hier. Also wie kann denn der jetzt schon hier einen auf Rabatz machen? Was müssen wir hier eigentlich tun? Das ist vielleicht nicht der ideale Zeitpunkt, um jetzt hier auf die Map zu gucken. Offenbar wohnen jetzt Banditen in dem Waggon. Ach so, den Waggon brauchen wir noch. Genau. Aber Passagier. Ich muss ihn trotzdem holen. Ich muss nur das Tor öffnen und ihn mit meiner Motordrehsine herausziehen. Aha. Also da müssen wir die eigentlich gar nicht killen. Keine Sorge, du Schweinehund. Den schmorzen wir noch ab. Hä? Sag mal, also irgendwie, da müssen wir hier doch eigentlich... Vielleicht hätten wir die Fackeln davor ja schon alle auslöschen müssen. Also das wäre wahrscheinlich der Wagen. Dann wäre das Tor. Ja, das mach mal hier dunkel. Das müsste man... Wo mache ich dunkel? Na, hinter dir. Hinter mir? Ja. Da? Ja. Das interessiert doch keinen Menschen. Ja. Bin ja nicht ganz sicher. Jetzt wird er pingelig aufs Alter. Oh, da ist einer. Ja. Ich denke an meine Messerchen. Da ist auch einer. Komm, nochmal hervor. Messerchen. Ja! Was? Ein Messer. Das bedeutet, dass da irgendwo ein kleiner Schweinehund steckt. Echt jetzt? Ich glaube, da war nochmal einer daneben. Ich habe es noch nicht schön gesehen. Kann ich hier unten ist durch? Ist der gestorben oder? Gar nicht. Ich guck mal, wenn ich jetzt noch da hinten krabbel. Wir haben ja gespeichert. Wir können auch mal testen. Ja. Wie kommen wir hier in den Besitz dieses Waggons? Dunkel machen. Man sieht nichts. Ich muss eliminaten. Du kannst sowieso nur nach vorne. Was willst du denn? Weiß auch nicht. Vielleicht falle ich dann irgendwo runter, wenn hier ein Loch ist. Nee. Nein? Kein Loch? Ich glaube, gleich schießen sie. Ich wusste. Aber sie treffen nicht. Weil ich brauche ja erstmal
mein Pilzchen. Genau. Ja, ja. So, man müsste überall noch gucken, wo wir hier gesehen werden könnten. Aber ich glaube, das mit dem Messerchen können wir schenken. Ich sehe halt nicht, wo ich hier rauf kann oder wo ich nicht rauf kann. Mhm. Hier geht's rauf. Oh, okay, da steht einer. Was ist denn? Warum treffe ich den denn nicht? Was ist das denn für ein Käse? Ich habe das Messer geworfen. Ja, ich hab's gesehen. Das ist doch einfach ein bösartiges Spiel. Weil der hinter dem Gestell stand, ja, aber ich meine, da muss man ja zwischendurch werfen. Das Messer wird aufgehalten können, also, von diesem Gestell ja, hier. Nee, also. So in der Größe. So ein bisschen. Naja, okay. Gesucht, würde ich mal sagen, gesucht. Wir machen ein Päuschen. Mhm. Und dann mit frischen Kräften. Genau. Dann würde ich sagen, dann rollen wir das Feld mal von hinten auf. So wie sich das gehört für zwei altehrwürdige Recken. Kämpfer, jawohl. Kämpfer, rein, Soldaten, stürmen. Mörder. Boom. Genau. Assassine. Assassine. Okay. Ja, gut. Wir schauen. Irgendwie werden wir es schaffen. Wir brauchen den Wagen. Weil wir wollen ja Katja mitnehmen. Ganz und genau. Den kleinen Schlumpf. Richtig. Die Nastja. Ja. Hieß die Nastja? Ja. Ich glaube ja. Ja. Jedenfalls das kleine Absolut. Mädchen mit dem Teddy. Den Teddy haben wir ja auch. Die wird uns lieben. Naja. Wir haben den Teddy, wir haben den Personenwagen. Die wird ihrem ganzen Leben nicht... Die Mama nicht kommt mit. ...erfahren, was wir alles durchmachen mussten, um den Teddy zu retten. Wir können sie ja erzählen, ist ja, sie lebt ja noch. Wir ja, das noch. Schon, aber das so richtig rüberzubringen, nicht ganz einfach, würde ich mal Doch, sagen. Die Emotionen. Wenn sie eine 80-jährige Frau ist und zurückdenkt an ihr bisheriges Leben, dann wird sie drauf kommen, damals als Kind, als Artyom, in Form eines Heisi und eines Harris. ihren Teddy befreit haben. Okay, genug. Wir machen morgen weiter. Danke fürs Zusehen. Danke euch. Bis hoffentlich morgen. Tschüss. Ciao.